Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zum weiteren Stream von, oder zu den weiteren Folgen von Assassin's Creed Origins. Wir waren ja das letzte Mal an diesem Sternenbild hier stehen geblieben. Und ich wollte eigentlichst mal noch hier irgendwo, glaube ich, war noch Fragezeichen in der Gegend. Bin mir jetzt aber gerade nimmer so sicher, wo sich das versteckt hat. Da ist noch eins, genau. Zu der Markierung wollte ich noch hingehen. Ach, und hier zu dem Tempel-Dingsi wollte ich auch noch rüber. Würde aber sagen, Schnellreise geht nicht, dass wir erstmal zu einem Fragezeichen da rüber. Ach, warte mal, da ist ja noch eins. Würde ich sagen, erstmal zu dem hingehen. So, und mal eine Schnellreise anstreben. Die neuen Folgen sind leider noch nicht draußen auf YouTube. Das dauert leider noch eine Weile. Unser Major ist zurück. Ist es etwa dieser? Aber ja, für den Stream denke ich mal, ist exklusiv was Neues da und das denke ich mal ist völlig in Ordnung. So, ich bin natürlich in die falsche. Hallo? Ach so, ich kann mit dem Daumen. Ah, das ist ja cool. Ich kann mit dem Daumen auch die Kamera hier bewegen. Bin natürlich in die falsche Richtung, glaube ich. Da hinten ist wieder irgendwie so ein komisches Lager. Das heißt, ich muss um diese komische Burg hier rumreiten. Na super, klasse. Na gut. Einmal außen rum, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Da hoch möchte ich nicht. Ach, vielleicht kann man hier rüber. Das könnte vielleicht ein besserer Weg sein. Amun Re sei Dank. Bayek ist in die Oase zurück. So, zumindest hätten wir hier mal so einen kleinen, so eine kleine Nische, wo wir durch können. Jetzt haben wir wieder ein Bergsteigerpferd, ne? Ja. So, und rein theoretisch müsste der Gaul jetzt doch ein bisschen Gas geben, weil wir ja außerhalb der Ortschaft sind. Aber finde die Steinkreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Ja, das wollte ich wie gesagt nicht machen. Also nicht, zumindest nicht verfolgen, sagen wir es mal so. Ein halber Punkt. Schatz plündern. Banditen. Wie kommen Sie an diesen heiligen Ort? Was? Was? Oh. Bist du schon müde? Da bist du ja. Nicht. Die sind irgendwie ein bisschen zu heavy für mich. Hab da leider das richtige Level noch nicht für die anscheinend, weil die haben alle den Totenkopf über der Birne. Nee, das lasse ich mal noch lieber sein. Dann würde ich sagen, doch lieber erstmal zum. Ah, da ist jetzt noch ein Fragezeichen aufgeploppt. Schatz plündern. Was haben wir denn überhaupt für eine. Aktuell haben wir noch gar keine Hauptquest, oder? Quests, was haben wir denn hier so?
Zufällig stößt Bayek auf einen rätselhaften alten Steinkreis, der Erinnerungen wachruft. Er zieht los, um ein vergessenes Versprechen an seinen Sohn zu erfüllen. Finde die Steinkreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Okay. Möge Amun an deiner Seite sein. Bayek ist bereit, die Verfolgung der Schlange fortzusetzen. Na, dann machen wir das doch mal. Halt. Würde aber trotzdem... da ist das Ding. Okay, warte mal, dann machen wir das folgendermaßen. Trotzdem mal eine Schnellreise hier hin machen. Die Fragezeichen lassen wir jetzt erstmal sein. Das ist, glaube ich, also mit diesem... Mit diesen, Totenkopf-Fuzzis ist das, glaube ich, ein bisschen doof. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das bleiben. Vorerst. Na, unser Hotel. Zack. So. Mal gucken, wo der uns lang führt. Gebt den Weg frei. Oh, diese Autopilot-Funktion, die ist echt klasse. Ich finde die super. Nee, aber nicht zum Fragezeichen. Da wollte ich nicht hin. Verdammt. hier ist er. Genau. So, abwählen. Dahin wollte ich. So, aber jetzt. Wobei, das ist, glaube ich, da hier in dem Gebäude drin. Aber das sieht mir irgendwie schon wieder so ein bisschen nach Militärlager aus. Ich steige mal lieber ab. Ach nee, das ist unser Kumpel-Fuzzi. So, wo wir eh schon irgendwie zu Hause waren. Also, der hat aber ein echt großes Anwesen. Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch machen sollte. Also von daher. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek? Tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Aber der sieht mit Bart gut aus, finde ich. Oder nicht? Oh Scheiße! Leila, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort! Leila! Aufwachen, aufwachen! Ich würde sagen, das ist der Animus, oder? Muss ich etwa da runterkommen? Leila? Leila! Komm zurück! Leila, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar.
Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Zyklosporin. So, wir dürfen uns anscheinend auch außerhalb des Animus bewegen. Wobei ich mir schon habe sagen lassen, dass die... Suchst du immer noch das Zyklosporin? Ich habe es ganz... Dass die... Das Zyklosporin. Zwei Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Dass dieses Nebenher eher nicht so toll sein soll und zu vernachlässigen ist. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Hä? Das Ding macht Geräusche. Möchten Sie in den Animus zurückkehren? Naja, können wir ich schon mal machen, wieder rein. Oder? Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Ich hoffe, das Ding ist bequem, weil anders könnte ich mir es nicht vorstellen, glaube ich. Also es wäre zumindest echt scheiße, wenn du da drauf liegst, als würdest du dich auf einen nackten Stein legen. So sah das Teil zumindest aus. Das Intro. Ich mag den Vogel. Das ist aber nicht unser Hotte-Hü. Shop. Im Shop kannst du deine Spielerfahrung verbessern, indem du zusätzliche Gegenstände oder Zeitersparnisse kaufst. Außerdem hast du dort Zugang zu allen Bonusinhalten, die du möglicherweise bereits besitzt. Die gekauften Gegenstände haben deine aktuelle Stufe und können bei jedem Schmied aufgerüstet werden, um sie deinen Fortschritten anzupassen. Wir freuen uns, dir 200 Helix-Credits anbieten zu können, die du für beliebige Gegenstände ausgeben kannst. Du kannst jederzeit vom Pausenmenü aus auf den Shop zugreifen. Ja, schön. Will ich aber nicht. Ich muss dieses Land beschützen. In Alex. Ja. Stufe 10? Wir sind aktuell Stufe 7. Das ist irgendwie gerade ein bisschen doof und so. Andrea erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Weltkarte nicht verfügbar, hat sie doch gerade offen. Warte mal, hier ist ein Fragezeichen. Vielleicht können wir mit dem Fragezeichen was anfangen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht... Diese Zone ist tabu. Was haben die für ein Level? Sieht man natürlich nicht, ne?
Level 6. Okay, der ist immerhin ein Level unter mir. Elende Missgeburt, was soll das werden? Du sollst herkommen, du Volltrottel. So, wie war das jetzt nochmal mit... Was? Dreieck. Oh, ein neuer Schild. Qualität 1 schlechter, okay. So, was kommt jetzt da drüben? Na, Superklasse, das heißt... Banditenversteck in der Totenstadt. Komm, Schnucki Schnuck. Da vorne steht noch einer. Das sehe ich mir an. Genau, komm doch her. Scheiße, sind halt gleich drei Stück. Was ist denn da los? Was ist das? Hey, bist du betrunken? Nein, bin ich nicht. Hey! So. Mist! Hier gibt's Ärger! Alarm! Das klingt nach Ärger. Hey, Waffen bereithalten. Verstanden? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Bin gleich da! Durchhalten! Scheiße, die kommen alle drei daher. Ist nicht gut. Wir kriegen diese Halunken und beenden das. Kann ihn halt einfach da wegklauen, weißt du? Was? Pass auf. Hier stimmt was nicht. So, schön. Hab ich das jetzt... Ne, das ist noch nicht fertig. Da fehlt noch ein bisschen was. Möglicherweise gibt's hier noch irgendwo einen, der da rum existiert, aber hier zumindest schon mal nicht. So, da gibt's ja ordentlich viel Zeug. Also hier unten zu kochen wäre irgendwie voll für den Arsch, ganz ehrlich. Oh, was haben wir denn hier? Mobare, ich schicke dir ein Paket. Es enthält Dutzende von Totenbüchern, die wir gestohlen haben. Du musst ihr Besitzer ausfindig machen und einen hohen Preis verlangen, um sie zurückzugeben. Aber sei diskret, wir wollen nicht, dass die Tempelpriester davon erfahren. Ja, ist schon ein bisschen arschig. Scheint aber hier nichts mehr zu geben. Ja, das heißt, dann gehen wir wieder raus. Ach, guck mal, hier gibt's auch noch was. Hallo? Jetzt hat. So, die kann man tragen. Warum sollte ich die tragen wollen?
So, lass mal gucken. Was ist denn das? Räche Aesolan Agoni. Finde und töte den oder die Schuldigen. Ja, könnten wir eigentlich mal machen, ne? Ist gerade nicht so weit weg. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Warte mal, wir das genau. Kann ich das jetzt? Die will ich verfolgen. So, Moment. Okay, das heißt, die sind irgendwo hinter mir. Nee, warte, 10 Meter. Hm. Das war leicht. Das habe ich mir schwerer vorgestellt. Ach, und das ist wieder so ein Bild, genau. Okay, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? Was? So weit bin ich. So weit habe ich mich entfernt? Schon ziemlich krass. Was haben wir denn hier? Schnellreise. Okay. Das habe ich erledigt. Ja, und jetzt? Ah, und hier drüben ist meine Quest. Das heißt, ich müsste mal zu meiner Quest reiten. Warum sie mich so weit davon abseits hingesetzt haben, verstehe ich allerdings auch nicht. Yeah, Vollgas durch die Wüste. So muss das. Das blöde Kamel steht da oben rum. Yamo, Heimat meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Boom, voll dagegen geritten, alles klar. Gib den Weg frei! Aus dem Weg! So, warte mal, lass mal gucken. Wir sind aktuell... Ups, falsch. Hinterhalt im Tempel. Empfohlene Stufe 6, das ist schon mal gut. Oh, warum ich denn jedes Mal wieder aus dieser Map rausgehe? Aber ich wollte doch... Versteckte Steuer, warte mal. Komisch, ich habe hier zwei Nebenquests. Ah. Ich würde trotzdem erstmal Bewegung, los! Zu dem anderen, also zu dem Ausrufezeichen. Warte mal, da müsste ich ja hier eigentlich abbiegen. Zu dem Ausrufezeichen gehen. Mein Mann wird sterben, wenn du dich weigerst, nach ihm zu suchen. Ich? Magi, hilf mir, ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich, ich warte hier auf dich. Ja, denke ich mal. Können wir machen. So, Quest. Versteckte Steuer. Würde ich sagen. Nee, wir machen erstmal Hinterhalt im Tempel. Das ist gerade näher. Das andere ist noch ziemlich weit weg. So 500 Meter. Circa. Da würde ich sagen, ist das eigentlich schon
das bessere Ziel. Die Frage ist nur, ob wir da jetzt Ärger kriegen, wenn wir da mitten reinlatschen.